Also neu in diesem Jahr habe ich hier auf der Messe die Wurfrohre. Diese stammen normal aus Holland, aber die haben den riesen Vorteil gegenüber der Schleuder. Man hat ständig eine Hand noch an der Rute. Man kann füttern und den Biss gleichzeitig anschlagen. Dann, wie gehabt, die Cups in verschiedenen Größen und Formen. Entweder zum Kappen große Menge Futter, kleinere Ball oder halt nur Partikel, Hanf und Pellets. Und eine weitere Neuheit sind unsere Line Cutter. Wenn man mal irgendwo angelt und eine fremde Schnur noch im Wasser befindet, kann man diese anstatt des Bullcups montieren und die Line cutten oder halt auch mal eine Seerose, die stört, entfernen. Hier habe ich ein Teil, was ich repariert habe. Es war ein glatter Bruch und die Steckverbindung war stark mitgenommen. Beides ist wieder hundertprozentig einsatzfähig und voll belastbar nach meiner Reparatur. Ja, nicht ganz neu die Vorfachboxen, aber bei Liebhabern sehr begehrt, weil individuell auf jede Länge und auf jede Vorfachlängenwunsch die Boxen gefertigt werden. Alles Einzelstücke, Farben sind frei wählbar und ganz besonders an den Boxen ist, es gibt nur die Bänder zum Auf- und Zumachen, keinen weiteren Verschluss, wo man sich dran reißen kann oder der rostet und Schrauben dran sind, und durch diese kleine Holzleiste ist gleichzeitig die Dichtung, die auch die Box sehr schön zusammenhält, wie man sieht. Also, Preise individuell auch je nach Ausstattung, mit Farbe halt etwas teurer und Edelstahlstiften, die anderen Stifte sind versilbert, also kein Anlaufen, keine Grate, dass das Vorfach irgendwie beschädigt wird. Verwendet wird ein lösungsmittelfreier Lack innen, der gewährleistet, dass die Vorfächer nicht durch irgendwelche Lösungsmittel angegriffen werden.